Herrn Oswald Kuppelwieser vom Kulturraum 10, dass uns ein bisschen was erzählt, wie dieses Fest ursprünglich zustande kam, was er sich erinnern kann, wie das Ganze begonnen hat. Einen schönen Nachmittag, meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Bezirksvorsteherin, liebe Gäste, liebe Kinder, liebe Anwohnerinnen. Es ist wunderschön, so viele Leute hier zu sehen und es ist vor allem wunderschön, dass dieses Fest heuer so großartig stattfinden kann. Wie hat das begonnen? Es ist jetzt schon viele Jahre her. Da hat mich der Herr Mongo Stojka, der Vater vom Harry, angerufen, weil ich ja hier ganz in der Nähe wohne, und hat mir gesagt, du, ich sitze da in dem Park bei der Hellerfabrik allein und denk an meine Menschen, so hat er immer gesagt. Sage ich, soll ich zu dir kommen, reden wir mit zusammen, sagt er, ja, komm kurz her, reden wir mit zusammen. Und für mich war das schon ein besonderes Erlebnis. Ich bin ja kein Wiener und ich kannte diese Geschichten nicht von dem Park. Ich bin da zwar oft vorbeigefahren, aber die Geschichte kannte ich nicht so genau. Er hat sie mir dann erzählt. Er hat mir erzählt, wie er mit seiner Großmutter, mit seiner Familie hier noch gelagert hat, im Waggon. Damals hat das Hellerwiese geheißen, es heißt auch heute noch so, aber heute heißt es auch noch Baranka Park. Das war die Großmutter von Mongo Stojka. Und da hat er mir erzählt, weißt du, wir sind da jahrelang, sind wir da im Winter überwintert, mit unseren Wagen, viele, viele Kinder, weniger Erwachsene, aber auch Erwachsene, hauptsächlich Frauen, weil die Männer ja handelnd mit Teppichen und Pferden umhergezogen sind. Und sagte mir, weißt du, eines Tages war das alles aus. Da waren wir alle weg. Niemand mehr war zu finden. Und niemand hat gewusst, wo die Leute sind. Natürlich weiß inzwischen jeder und jede, die es wissen will, was passiert ist. Die Leute wurden einfach von der Gestapo zusammengefangen und in die Konzentrationslager gebracht und sehr viele von ihnen wurden dort umgebracht und kamen nicht mehr zurück. Der Mongo, damals noch ein Kind, hat die Lager überlebt und kam zurück und es war ihm ein Anliegen, hier an diesem Platz eine Erinnerung zu setzen. Eine rote Kastanie, das ist der Baum der Roma, der Sinti, der Lovara, so einen Baum würde ich mir wünschen. Und das Stadtgartenamt hat es dann möglich gemacht, die MA 42, und hat einen Baum aufgetrieben und jetzt sehen Sie da hinten eine schön blühende rote Kastanie und darunter den Gedenkstein. Und wir haben uns dann entschlossen, jährlich, wenn es geht, am 20. Mai hier ein Fest zu machen. Und ich freue mich, dass wir so ein schönes Fest feiern können und wünsche allen einen wunderschönen Nachmittag. Dankeschön. So war das also, wie der Mongo sich da was gewünscht hat. An der Realisierung dieses Wunsches war Herr Professor Rudi Scharkhöse nicht unbeteiligt. Rudi, darf ich dich um ein paar Worte bitten? Gerne. Es freut mich ganz besonders, dass hier auch der Bezirk, selbstverständlich, das habe ich auch gar nicht anders gesehen, an dieser Veranstaltung seit einigen Jahren daran teilnehmen. Es wäre ungut, wenn man jetzt die Geschichte nochmals aufzählt, für uns und für mich, für den Kulturverein, der nicht nur für das Entstehen oder Mitentstehen für diese Gedenkstätte verantwortlich war, gibt es auch andere, wie es in Auschwitz, Mauthausen, Salzburg, Plattenbach, wo wir unserer Toten gedenken. Dieser Platz hier soll Sie eigentlich daran erinnern, dass wir auch feiern können. Ich habe selber in meinen Kindheitserinnerungen sehr viel Bezug zu Sinti, Roma und Lovara. Ich komme aus dem nördlichen Burgenland.
aus Joes und ich bin inmitten einer Siedlung von Roma aufgewachsen. Habe meine Freunde, meine Jugendfreunde, meine Kindergartenfreunde mit Kindern verbracht und vielfach bis zum heutigen Tag. Ein lieber Freund ist leider schon verstorben, wir waren der gleiche Jahrgang, hat einen Herzinfarkt gehabt, der Niki Horvath, ein ganz besonders guter Freund, der mit seinen Großeltern an mein Elternhaus angrenzend gewohnt hat. Und ich habe die Traumata von den Leuten, die zurückgekommen sind aus den Vernichtungslagern, als Kind miterlebt. Wie traumatisiert sie waren und welches grausames Schicksal sie mitgemacht haben. Sie konnten einfach nicht darüber sprechen. Wir leben in der Gegenwart und die Zukunft hat ein neues Gesicht. Und ich glaube, wenn man das so sieht und wenn man drauf denkt, immer, dass man nie vergisst, dann glaube ich, hat es sich auch gelohnt, politisch hier zu arbeiten, gemeinsam mit dir, lieber Rudi, auch für die Sinti-Roma und für die Bewegung zu arbeiten, damit diese Dinge auch ewig in Erinnerung bleiben. Ich wünsche Ihnen noch allen gemeinsam heute ein schönes Fest, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend und darüber hinaus niemals vergessen, was passiert ist und das auch weitertragen. Dankeschön. Also, was soll ich erzählen? Ich werde es nicht locker lassen und nicht in Vergessenheit geraten, die Geschichte, unsere Geschichte der Zigeuner, der Rom, der Sinti und die Menschen, die auf dem Platz sind. Weil da kommen nicht nur solche her, die uns wollen, gell? In ganz Europa wollen sie die Zigeuner ausrotten und gehen auf die Rom los. Was heißt das? Wie stark ist der Rassismus? Ich bin so glücklich, wenn ich höre, dass über die Grenzen wieder viele Menschen gekommen sind, die hier Herberge suchen, die hier leben wollen. Aber es macht mich wieder traurig, wenn ich höre, ein Schiff voller Menschen und man hilft nicht, obwohl man an den Meerenküsten die Schiffe dort sind. Und sie wissen ganz genau, dass Menschen leiden und sie ertrinken oder sie sterben vor Hunger und Durst. Und das 2011. Dann bravo. Wenn die Menschen immer so ärger wären, dann was wird mit uns geschehen, mit den Ausländern, die daherkommen? Und mit den Arabern, die jetzt kommen werden und die ganze Welt da sein wird. Wie stark wird sich die braune Gesellschaft noch ausdrücken können? Oder wollen wir das alle? Sind wir bereit, dass wir wieder so weit sind? Wer weiß, was in 50 Jahren ist, wenn es so weitergeht. Ob meine Urenkel die Chance haben zum Leben, dass sie es dürfen. Oder die Ausländer, die was in der Kam in der Nacht angeschoben werden, nur bei Proteste, also einige es schaffen, dass sie da bleiben dürfen. Oder sie werden abgeschoben und nächsten Tag zurückgeholt. Gell? Diese liebe Frau, die das war damals, heute ist sie noch höher gestiegen. Die Politik, wie weit ist sie braun und wer soll das braun in der Politik? Die Farbe kann ja nichts dafür, ist ja schön, die Farbe. Angst von einer? Ich nicht. Weil ich habe schon meinen Teil in Auschwitz von Angst gelassen. Und den nächsten Teil in Ravensbrück, wo die Frauen waren, die Herrscherinnen. Die haben Steck in der Hand gehabt und Hunde an der Leinen. Bei einmal Schnippen sind wir umgefallen, bei zweimal Schnippen hat er zubeißen dürfen und töten. Das waren Frauen, Weiber, Frauen. Mein Papa hat mir viel erzählt drüber. Das ist bis heute ein Thema wahrscheinlich, ne? Die Verschleppung, natürlich. Wo sind die Leute hingekommen? Was ist ihr Schicksal? Wahrscheinlich sind alle nach Auschwitz-Birkenau deportiert worden. Das heißt, ihr wisst es gar nicht genau? Nein, ich weiß es nicht genau. Aber ja, also zu 98% sind alle nach Auschwitz-Birkenau gekommen. Mein Vater auch.
Und da war der Vater und die Cherestroika haben überlebt, ne, praktisch. Von 200 Leuten ungefähr, die unsere Familie umfasst hat, sind sechs zurückgekommen. Und darunter mein Vater und die Cherestroika. Ja. Also 200 Leute sind vom Dorf, von der Hellerwiesen deportiert worden? Von unserer Familie. Es waren aber wahrscheinlich mehr von der weiteren Verwandtschaft. Waren viel mehr. Aber von unserer Familie speziell so ungefähr 200 Leute. Ja. Ja, also wenn ich kann. Und für mich ist die Lebensfreude the only way, wie ich schon gesagt habe, to make music. Also wenn kein Spaß ist, interessiert mich Musik nicht. Das heißt, du hast eigentlich nie Probleme gehabt mit deiner Herkunft, dass du Rom bist? Ich habe Probleme gehabt in die 60er Jahre, klar. Da waren wir die Zigeuner für die Leute. Wir wurden beschimpft als dreckige Zigeuner, als stinkende Zigeuner, als stehlende Zigeuner. Ich bin sofort in die Sonderschule gekommen und lauter so Sachen. Also da hat es sich furchtbar aufgeschrieben. Aber seit 1970, seit ich mehr oder weniger oft in den Zeitungen bin, hat sich das verändert. Aber für viele von unserem Volk ist es noch genauso. Wenn du in der Zeitung bist und ein bisschen prominenter, dann ändert sich dein Leben einfach schlagartig. Versuchst du mit deiner Prominenz den anderen Leuten, die nicht so prominent sind, zu helfen? Natürlich, sonst würde ich ja nicht das spielen. Wenn ich mit meinem Namen jungen Roma helfen kann, auf die Beine zu kommen, werde ich das tun. Aber ich kann es eben nur über die Musik. Und jetzt versuchen wir eine Tournee aufzustellen und was ganz wichtig ist, im November kommen wieder meine indischen Freunde. Weil ich war ja in Rajasthan, wir haben den Film Gypsy Spirit gemacht. Und die kommen jetzt wieder und da machen wir im November eine Tournee. Und auf das freue ich mich schon sehr. Und wo erfährt man Neuigkeiten, wo du gerade auftrittst? Gibt es Internetseiten? Ja, ich poste alles über Facebook immer, soweit es geht. Halt. Facebook heißt Stalker suchen und du postest? Ja, das ist ganz easy. Und es gibt www.harrystalker.com, da kann man auch die Termine auschecken. Ja, ich möchte unser Konzert mit einer Komposition von meinem Papa, Mongo Stalker, beginnen, das er 1946 geschrieben hat, anlässlich der Weihnacht 46. Und das heißt, das der Lobe, das heißt genug Geld. Io de soste mange mure love, ne che na nas e la scironi, bascia le. Yeah.
verrà. Dankeschön. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Neuwirth und das ist ein sudetendeutscher Name. Das kann keiner was für seinen Namen, habe ich gerade gehört, und ich, aber genauso wenig. Das darf man auch nicht vergessen. Dankeschön, das ist sehr lieb. Und die Frau vom Harry bringt mir, weil ich schon verschrien bin, ein Achtel vom Veltliner und das lobe ich mir ganz besonders. Ich trinke auf Sie. Prost. Prost. Ich darf vorstellen, an der Original-Schrammelquetsche, Herrn Marko Šivadinović. Sind sie schon am Bange und bin gleich dabei. Merk ich, wo eine Stimmung mit einer Gatte, dann komm ich sicher nicht so schnell. Wer in die Hände, ich bin der Erste beim Kommen, ich bin der Letzte beim Gehen. Hola, di ritu, di oh, hola, hola, ho. Song der See. Ich bin der Erste beim Kummer, ich bin der Letzte beim entzückend. So, meine Damen und Herren, ein paar Schüler habe ich mit. Es sind zum Großteil Anfänger, die das erste Mal auf der Bühne sind. Die haben nie gespürt, was Publikum, außer meine Enkelkind, die spielt immer mit mir. Die Angelina. So, jetzt spielen wir ein Kolo. Bei uns heißt Kolo tanzen und wir spielen einmal. Schauen wir mal. Die haben schon alle Angst, aber keine Angst, okay? Okay. Možete moj violinu tu više. Jedemo mi. 1, 2, 3, 4!